Routier, der uns beweist, dass es für alles und jedes ein Lieblingsrezept gibt. Nach der Mode und Sample Pop jetzt auch tatsächlich was zum Futtern von Jean-Paul Gaultier. Na ja, oh je. Aber jetzt erstmal Boa. Philipp Boa, gerade auf Tour mit seiner neuen Platte Hair, um sie vorzustellen, um sie zu präsentieren. Wie läuft's bisher, Philipp? Die Tour läuft sehr gut, ist fast alles ausverkauft. Freut mich zu hören, aber du kriegst auch jede Menge Bier ab, wie ich höre. Auch in München, ne? Ja, das war diese Tele 5 Offbeat nach. Die meinte ich jetzt gar nicht, sondern das Konzert danach. Aber auf die können wir auch gleich kommen. Ja, das resultierte ja daraus, ne? Dass die Leute meinen, sie müssten mir Bier ins Gesicht kippen. Es wird irgendwie dazugehören oder was weiß ich. Ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich finde, wir sind keine Punkband und waren noch nie eine Punkband. Ja, du wolltest noch was sagen zu dieser Nacht generell dazu, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Es gab ja nun einiges hin und her, und wenn man diesen Artikel heute da auch in der Taz liest, ich habe vorhin schon was vorgestellt, da der Kampf eines Aufrechten gegen die Lügen der Fernsehwelt oder nur beleidigte Eitelkeit, und boykottierte er erfolgreich das Vollplayback. Also ich weiß nicht, das kam ein bisschen komisch, war auch was die schreiben, aber die haben diesen Text nur aus eurer Presseerklärung. Wer hat denn diese Erklärung aufgesetzt? Das hat unsere Plattenfirma gemacht. Also, diese Tele5-Nacht war an sich eine sehr gute Idee, und Tele5 ist eh der beste Sender, und dafür kriege ich nichts, wenn ich das hier sage. Da gibt's ja auch, es gibt natürlich auch nicht viel Konkurrenz. Also, und die Idee war sehr gut, und es wurden 5 Gruppen live angekündigt, und es war aber von vornherein gar nicht zu realisieren, dass alle 5 Gruppen live spielen. So hatten wir von vornherein den Auftrag. Also wir haben zugunsten der Godfathers und Voll verzichtet darauf, live zu spielen. Wir haben das gerne gemacht, weil uns sehen die Leute in Deutschland eh oft genug. Und dass man im Fernsehen Playback spielt, das ist ja nun mal nichts Neues. Das hat ja auch der dümmste Dorfi mittlerweile kapiert. Aber offensichtlich das Publikum in München nicht, oder? Das Publikum in München ist teilweise auch sowieso etwas verschroben. Jedenfalls haben die Leute, das haben sie gemerkt, sie haben also gemerkt, dass wir Playback spielen, und haben sich das überhaupt nicht gefallen lassen, haben ein Bier ins Gesicht gegossen, und dann habe ich eine Flasche ans Bein gekriegt etc. und habe da aus lauter Wut dann ein paar Sachen abgeräumt. Und ich finde das so ätzend von den Leuten. Erstmal, das ist wieder typisch deutsch, die haben keinen Pfennig Eintritt bezahlt, ja, und dann beschweren sie sich, weil eine Band mal Playback spielt, ja. Ich finde das unmöglich. Und also nicht, dass es anders abgelaufen wäre, wenn das Ganze in einer anderen Stadt stattgefunden hätte. Hamburg zum Beispiel oder Frankfurt oder Berlin. Könnte sein. Also mein Verhältnis zu München ist etwas zwiespältig. Gibt da sicherlich auch eine Menge nette Leute. Das sollte man nicht vergessen. Jedenfalls ist diese Tele5-Nacht auch der erste Versuch gewesen, den Tele5 so gemacht hat. Und dafür war es schon verdammt gut. Und wer will eigentlich Perfektion? Ich meine, absolute Perfektion kann letztlich für die Existenz der Menschheit nur tödlich sein. Ja. Es sei denn, die Perfektion würde vielleicht auf Atomkraftwerke bezogen sein. Das wäre ja mal ein Ding, aber das geht ja auch nicht. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Am 8. und am 9. April gibt es noch mal einen Zusammenschnitt von Best of Independence Night. Da ist auch Philipp dabei, die besseren Teile. Und ich habe noch eine News für euch, für Boa-Fans, nämlich Philipp wird auch dabei sein beim World Music Award. Wie heißt es? World Music Video Award. Da wird er auch auftreten, ne? Ja, ist mir egal. Wir spielen auch Playback. Im Fernsehen kann man manchmal nur Playback spielen, aus technischen Gründen. Und ich hoffe, das haben jetzt eine Menge Leute mehr verstanden. Dann hoffe ich, ist alles geklärt, oder? Ja. Alles klar? Findest du gut heute für das Konzert? Ja, ich bin in letzter Zeit positiv. Ich mache einen Kursus. Positiv denken. Ich danke dir. Ja, ciao.